ist schon ein besonderer Tag. Zum einen, ein Fan-Treffen macht immer wahnsinnig viel Spaß, weil man mal Zeit für die Leute hat, wirklich mal mit den Leuten zu quatschen. Man trifft viele bekannte Gesichter. Es ist ein Konzert. Wir eröffnen quasi die Open-Air-Saison jetzt, ja. Und wir spielen Fußball. In der Kabine hängen schon die Trikots und wir haben uns schon die Trikots angeschaut und freuen uns. Ja, es wird geil. Im Jahre 1360 wohl, da ist ein Schrei die Nacht. Besonders ist vor allem, dass wir heute ein Benefiz-Fußballspiel veranstalten gegen eine Auswahl von Viva Con Aqua. Die sind extra aus Hamburg angereist. Und der gesamte Erlös geht an die Viva Con Aqua Stiftung. Viva Con Aqua ist ein gemeinnütziger Verein, der versucht, mit viel Spaß und Freude in der Jugendkultur Trinkwasserprojekte zu finanzieren weltweit. Wasser ist ein Riesenthema und Wasser gehört natürlich auch zu den sanitären Versorgungen. Du musst dir die Hände waschen können nach dem Klo. Du brauchst erstmal ein Klo überhaupt. Und dort ist es wirklich so, dass man sagen kann, 1 Euro hilft einer Person in Burkina Faso. Das heißt, ein wirklich großes Projekt, über 270.000 Euro, die wir in den nächsten 3 Jahren sammeln für ungefähr 300.000 Menschen, also 1:1 kann man sagen, wirklich, dass 1 Euro einer Person nachhaltig den menschenwürdigen Zugang zu sanitären Einrichtungen sichert. Ich war gestern im Proberaum und habe seit, glaube ich, fast 10 Jahren das erste Mal mein Schlagzeug wieder selber gepackt, schön ins Auto umgelegt und das war aber wirklich so ein bisschen fast romantisch, möchte ich es nennen, weil es halt einfach so wie früher war. Aber ist die bessere Variante, als wenn wir die ganze Kohle rausblasen, nur damit wir uns die Finger nicht schmutzig machen heute. Und hier steht einfach der Spaß im Vordergrund und natürlich die wohltätige Sache, also die Sache für einen guten Zweck eben mit Viva Con Aqua. Ich glaube, dass wir einfach als Band, die relativ bekannt ist, schon eine Art Vorbildrolle eigentlich zu übernehmen haben und auch mehr bewirken können. Und das ist einfach ja, in unserer Verantwortung, das muss man machen, dass man sich sowas sucht und was von seinem Können dafür hergibt. Ich denke, dazu kommt auch noch die langjährige Zusammenarbeit hier mit dem FT Gern. Also das ist einfach, hat sich eine ganz nette Beziehung ergeben und ohne das Engagement hier auch von Michi und dem ganzen Sportverein wäre das auch gar nicht möglich. Und wenn man schon vor Ort solche Kapazitäten hat, sage ich mal, ist es eine tolle Gelegenheit, das einfach mit zu nutzen. Die Organisation jetzt da drumherum war schon sehr interessant. Ich habe heute um 2:30 noch E-Mails bekommen in der Früh zu dem Ganzen und der noch und da noch was. Also das ist natürlich schon spannend, wie die Leute sich das so vorstellen. Die meinen, das geht alles von selbst, ist natürlich nicht so und ja, ist schon ein bisschen stressig. Mein Hauptziel ist, dass alle Leute, die hierher kommen, Spaß haben, dass sie wirklich sehen, dass es einfach ist, zu helfen, dass sie auch ganz klar verstehen, worum es hier heute geht. Ja, das ist eigentlich das Hauptziel, dass wirklich die Leute Spaß haben und kapieren, dass es heute um eine Gemeinschaftsaktion für Burkina Faso geht. Wenn man hier leben darf, wo wir alle wohnen, muss man sich einfach bewusst machen, dass man einfach alles hat und dass, wenn man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand guckt, so viele Menschen auf der Welt einfach wirklich mit uns nichts haben. Und gerade so eine Sache wie Trinkwasser, ich meine, es ist essentiell. Ohne Wasser funktioniert gar nichts. Wenn man dann die Möglichkeit hat, was zu tun, ist einfach schön. Macht Spaß. Und ich hoffe, die lassen sich die Leute dann auch was kosten. Spaß. Und dann bauen wir einen Brunnen. Ich bin ein Traumtänzer. Ich tanze mein Leben mit dem Traum. Ich träum vom Glück, schau nie zurück. Traumtänzer. Ich fühle mich in den Traum hinein. Es ist Fantreffen, es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwas beweisen muss, sondern man feiert jetzt einfach wirklich mit den Fans zusammen und von dem her, die freuen sich ja auch, wenn sie hier keinen Graben haben, sondern mal direkt vor der Bühne stehen können und ihr Getränk da abschütten. Chantmal an sich ist eine geile Band und Fußball spiele ich selber auch schon seit Jahren und es ist einfach für mich ja, so das Event schlechthin. Absolut das Beste. Ich höre von in der Früh bis auf Nacht eigentlich. Für mich sind es wie kleine Helden und da müssen sie dann eigentlich mir so kleine Leute abgeben. Finde ich schon ganz stark. Sie sind halt auf der menschlichen Ebene viel einfach besser, einfach super. Wir haben halt gesehen, dass die Band total nett ist, auch mit ihnen mal so zu plaudern. Mit Matthias haben wir da ganz viel geredet, deswegen sind wir jetzt auch einmal 6,5 Stunden oder so mit dem Auto hierher gefahren. Aber für Schandmaul, wie das Lied schon sagt, ist uns auch kein Weg zu weit. Schandmaul bedeutet mir sehr viel in meinem Leben.
Wenn es mir schlecht geht, höre ich Schandmaul. Wenn ich Party machen will, höre ich Schandmaul. Am liebsten mag ich... Eigentlich alles. Eigentlich alles, gell. Wir haben ein sehr großes Vertrauen in unsere Fans, in der Beziehung, dass die einfach mitziehen, egal eigentlich, was wir... Ja, also wir kommen mit Ideen an und die haben die immer schön angenommen und waren immer dabei und haben uns unterstützt bei dem, was wir ihnen vorgeschlagen haben. Und natürlich ist es ein unglaublich schönes Gefühl, aber dass jetzt irgendwie dann dieser Tag da ist und dass so viele da sind und dass man wirklich merkt, es ist eine gute Stimmung. Ja, die freuen sich, es wird ein cooler Tag, es wird ein cooles Spiel. Es ist natürlich immer noch so ein bisschen Kribbeln in der Luft, weil einfach jetzt die Jungs, glaube ich, so ein bisschen nervös sind. Ja, und ich finde, für uns ist es natürlich auch ein spannendes Event heute. Hinten Verteidigung. Ich bin linke Eckfahne und er ist die rechte. Genau, wir stellen uns quasi so hin und dann traut sich eh keiner vorbei. Das ist das Konzept. Ob es aufgeht, werden wir gleich sehen. Erste SC Handmaul 6, Viva Con Aqua Allstars 3. 3-2. 4-3 für uns. Handmaul gewinnt. Ein klares 8-5 für uns. Ich freue mich sehr darauf, dass wir heute gewinnen und Handmaul nach Hause schicken. Die sind top vorbereitet. Die haben noch trainiert vorgestern hier. Also da wird alles gegeben. Wahrscheinlich gehen ans Heiden immer laufen, weil lauter Muskelkater. Aufgeregt wie vor einem Konzert im Großen. Ja? Jetzt hauen wir sie weg. Seht, der Feind steht vor der Stadt. Seht, zu groß die Übermacht. Auf ihr Männer, auf die Mauern. Wenn dann Fußball und Viva Con Aqua und Musik zusammenkommt, bin ich natürlich dabei. Jetzt zum ersten Mal auch mit so einer lustigen, zusammengewürfelten und engagierten Truppe für Wasser sammeln, aber auch am Ball agieren. Spielminute, Tor für die Viva Con Aqua Allstars. Torschütze war mit der Nummer 9 Flo von den Sportfreunden Stiller. Neuer Spielstand. Viva Con Aqua Allstars 1 und erster FC SC Handball momentan noch 0. Hey, 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 guck mal, wie ein Torwart austänzeln lässt. Das ist aber schon arrogant, was er da macht. Das ist arrogant, was er... Hey! Warum haben wir den Scheiß angetan? Ja, weiß ich auch nicht. Nachher muss ich noch musizieren. Das kann ich wenigstens. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier ein Tor schieße. Ja, vor allem bei den ganzen Männern. Des Tages. Insgesamt war es natürlich ein Fetzenspaß. Super, schöne Atmosphäre, schönes Spiel, ohne Ende Tore. Eigentlich leistungsmäßig ein gerechtes Unentschieden. Mein Fazit zum Spiel. Es war so knapp. Können wir hier mal das Tor des Tages? Das ist Wahnsinn. Tor des Jahres. Das Torschütze des Jahres. Wie ist dein Name eigentlich? Veronika. Veronika Messi. Das war ein Traumtor. Das war Tor des Monats eigentlich. Tor des Tages auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Ihr habt ganz schön die Jungs aussteigen lassen hier. Ja. Hat Spaß gemacht, vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen, der Sieg. Verdienter Sieg von den Gegnern, aber wir waren knapp dran, sage ich. Und
unterhaltsam, glaube ich, für alle Zuschauer. Ich meine, Flo, Hattrick, was willst du mehr? Aber Peter, Kopf mit drei Kopf, oder? Top-Pässe gespielt und da Killerpilze, die killen alles. Pilze irgendwo im Wald, aber mit Fußball hat es da nichts zu tun. Also wirklich, ein Schandmaul, die sollen also ja, Maul halten, wie man so schön sagt. Ja, es war ja eine Schande, was die abgezogen haben. Sicher haben wir den Gegner gewinnen lassen, weil wir natürlich höflich sind und der Gastgeber lässt immer gewinnen. Das lag nicht an den Jungs. Die anderen waren einfach ein bisschen besser und ich finde, die haben sich total toll geschlagen und bin ganz stolz auf die. Wir sagen nur ein Wort, vielen Dank. Genau. Also der Gewinner heißt nicht Viva con Aqua Allstars, sondern Burkina Faso. 11 Tore für Burkina Faso. Ich möchte allen danken, die mitgespielt haben, den Bands, Sportfreunde Stiller, Blumentopf, Lapras Banda. Kein mehr zu hoch, kein mehr zu tief, kein Weg zu weit, um gemeinsam zu gehen. Ziel zu fern, kein Blick getrübt, kein Herz zu schwach, um zu einander zu stehen. Einen ganz, ganz großen Respekt an Stefan von Schandmaul, der das hier echt seit Monaten organisiert hat und mit dem Michi die letzten Wochen einfach auf heißen Kohlen saß und das alles aus dem Boden gestampft hat. Wenn man sich hier umguckt, das riesengroße Zelt sieht, also es ist Wahnsinn, was sie alles den Zuschauern, die Eintritt gezahlt haben für den guten Zweck. Auf der anderen Seite wird ihnen auf jeden Fall was Großes geboten. Und ich werde sie nie wiedersehen, nur der Moment, der Augenblick, da warst du dort, nicht wie sie ziehen. Und ich werde sie nie wiedersehen, nur der Moment, der Augenblick, da warst du dort, nicht wie sie ziehen. Und ich werde sie nie wiedersehen. Ich bin überwältigt davon, wie viele Zuschauer gekommen sind. Und es ist echt viel zusammengekommen für unser Projekt in Burkina Faso, dass wir jetzt demnächst mit der Welthungerhilfe angehen. Also das freut mich sehr. Das war auf jeden Fall ein gelungener Start hier von Viva con Aqua München. Und ich habe gerade mit Michi nochmal vom FT Gern gesprochen und er hat uns das Feedback gegeben, dass ungefähr 500 Zuschauer hier heute Abend waren. Also ein Wahnsinnszulauf. Und das ist für Viva con Aqua, für das Projekt und für die ganze Atmosphäre ist auf jeden Fall wunderschön. Jetzt ist alles weg, alle Sorgen weg, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Es war ein super Tag und ein super Abschluss jetzt. Also wir hatten großes Glück, einen so perfekten Tag erleben zu dürfen und dabei quasi etwas Gutes zu tun. Es gibt so viele Menschen, denen es überhaupt nicht gut geht und wir haben quasi heute in Saus und Braus gelebt und mit diesem Saus und Braus ist ein bisschen was übrig geblieben und manchen Leuten geht es jetzt besser, ein kleines bisschen besser und das ist schön. Wenn ihr aktiv werden wollt und euch bei Viva con Aqua im offenen Netzwerk engagieren wollt, geht auf die Homepage vivaconaqua.org und informiert euch, was wir alles auf die Beine stellen.